Dann lass uns mal eine Runde Cortex spielen. Haben wir denn die Fühlkarten schon irgendwie? Ja, haben wir. Okay, wer möchte anfangen aufzudecken? Ich mach mal. Alles klar, jetzt aber es dreht doppeltes, sich. Doppeltes. So, jetzt blöd. Ja, dann wenn du schon so Kinder fragst, dann. Ach, Gans. Oder was? Ente. Echt? Da. Oh. Boah. Okay, Labyrinth. Wer findet den Weg raus? Bitte. Ey, ich bin nicht so schnell. Scheiße, hast recht. Okay, was haben wir hier jetzt? Den Fass. B. Oder C. Nein, B. Nicht. B. Hast du nie Tetris gespielt? Doch. Oh, falsche Generation, ne? Ich glaube, ich habe nee, Generation Blut. Oh, boah, da war es aber schnell. Auch ein blindes Huhn findet man Korn. Hast du die Karten vorher angeguckt? Nein. Du hast geschummelt. Ich schwöre, habe ich nicht geschummelt. Ich schwöre. Sagt mir das die Jugendlichen nicht heutzutage? Nee. Da bin ich raus. Wieso, das muss man jetzt. Merken. Wer bist du? Mann. Adler, Bär, Fisch, Schaf. Den Rest habe ich vergessen. Adler, Bär, Elefant. Elefant! Damit musst du es nicht aussetzen. War nicht so Elefant. Ich will nicht aussetzen. Ente. Achso, ich muss aussetzen. Du musst aussetzen. Schade. Okay. Clemens hatte die letzte richtige, ne? Ja. Dann darfst du jetzt nochmal eben alle Fühlkarten einmal bekrapschen. Hab ich doch schon die ganze Zeit, ich hab die doch die ganze Zeit gemacht. Achso, okay. Jetzt muss ich Clemens auf sein Gefühl verlassen. Clemens hat dann keine sind Gefühle. Wir verlassen. Möchtest du mal eine Fühlkarte aussuchen, welche wir nehmen sollen? Die? Mhm. Warum gibst du ihm denn die Erdbeere? Sehr voll einfach. Ist das etwa das Körnerbrötchen? Nee, das ist die Erdbeere, habe ich doch gesagt. Nein, das ist das Körnerbrötchen. Verarsch mich doch nicht. So, das ist deine Karte. Wir mal sehen, ob ihr dann genauso viel Spaß habt bei Cortex wie wir. Genau.